Apropos, ich habe sogar letztens mit Hilfe sogar von Webfalke, das ist eine, ja, Userin Der Stadträte. auch eine der Stadträtinnen von eines der Städten und ja, hauptsächlich sie hat die Regeln aktualisiert für die Website und auch später für ja, für die Map, für den Server. Und falls er mal Langeweile hat, könnt ihr ja schon mal reingucken. Ansonsten spätestens, wenn Alles sich steht noch nicht alles drin, steht auch noch aber nicht drin, genau. Es gibt noch Sachen, die Sachen betreffen, die wir eigentlich noch gar nicht preisgeben wollen, weil sonst kriegt ihr alle wieder Herzinfarkt und also nicht vor Angst, sondern eher vor Freude, hoffe ich doch. Auf jeden Fall, einige Regeln werden noch geupdatet. Auf jeden Fall, falls ihr gerne noch was lesen wollt oder so als gute Nachtlektüre, lege ich schon mal den neuen aktualisierten Codex an die Hand und bedanke mich dann nochmal bei Webfalke, die da massive Rechtschreib- und Grammatikfehler rausgebohrt hat. Meine letzte Deutschstunde ist ja schon etwas länger her, beziehungsweise, ich glaube, Rechtschreibung war gar nicht mal so meine größte Schwäche, sondern, oder es war, im Gegensatz zu den anderen Sachen, war Deutsch war ich gut. War Einser-Schüler in Deutsch, eigentlich fast durchgehend, Einser-Zweier. Aber, Jetzt gebe nicht an. nee, ich muss erklären, warum, wegen den Rechtschreibfehlern. Aber mein Problem war, ich habe gerne viel geschrieben und wenn ich viel schreibe, dann schreibe ich erstmal eigentlich alles auf. Und wenn ich dann im Vor Internet allem in was tippe Schachtel oder so, setzen. dann korrigiere ich gerne nachher meine Fehler. Also ich schreibe erstmal den Satz hin und später gucke ich rüber, was ich da alles verbockt habe. Weil ich meistens sehr schnell tippe. Und ja, das Ergebnis sieht dann meistens rechtschreibtechnisch, fehlen da mal ein paar Buchstaben oder es ist komisch formuliert. Weil das merken die meisten auch, denke ich mal, wenn sie uns jetzt allgemein zuhören. Wenn ich rede, Goran und ich sind manchmal Könige darin, etwas extremst kompliziert auszudrücken, obwohl es eigentlich total einfach ist. Ist uns, glaube ich, angeboren. Und das macht es halt extrem, oder das ist halt extrem hilfreich, wenn dann jemand wie Webfalke dann nochmal sich bereit erklärt. Muss man auch sagen, sie hat es freiwillig gemacht. Sie hat sich quasi aufgedrängt, irgendwas zu machen. Und ist dann auch super nett, dass sie das gemacht hat. Und ja, wie gesagt, wer lesen will, hat im Kodex dann ein paar neue Zeilen zum Durchlesen. Zum Durchlesen. Verdammt, ich hau hier alles gerade kaputt. Mein Gott, verdammt. Ich habe jetzt so viel gelabert, mein Rachen ist trocken wie nichts. Dann kann ich ja die Stimmung mit einem kleinen Lied aufheitern. Nein. Oh, nee, bloß nicht. Hier kommt ein Fenster rein. Ja, das ist wunderschön. Und die Lücke fülle ich Also mit ich muss jetzt auch gerade Cobblestone. sagen, wir sind hier schon fast fertig, aber, das große Aber, wahrscheinlich wird sich hier noch etwas ändern. Denn, ich weiß nicht, also bei mir speziell, ist das jetzt ein normaler Stein? Ja. Bei mir speziell ist es so, wenn ich aufnehme und baue, baue ich meistens nicht so gut, als wenn ich nicht aufnehme. Deshalb Nee, wie alle, die wenn? jetzt das Video geguckt haben, nochmal mit Augen zugucken, dann sieht das gleich doppelt so schön aus. Oder Nee, was? mir geht es darum, wahrscheinlich ändert sich hier jetzt, nachdem wir die Aufnahme ja, abgebrochen haben Du und weißt schon, dass rendern, ich hier wird sich was wahrscheinlich hier mit. noch ein bisschen. Ja, habe ich jetzt nicht gesehen. Auf jeden Fall wird sich hier wahrscheinlich noch ein bisschen was ändern. Und Ey. ach so, ah, ja, ich hab nicht genau gesehen, was du jetzt geändert hast. So, und ja, beim Aufnehmen fällt es mir manchmal schwer, vollkommen kreativ zu sein, weil man gleichzeitig denken und reden und bauen muss. Und ich denke mal, jetzt überlasse ich dem Goran mal ein bisschen das Reden und mir das Bauen. Ja, ich teste mal eben kurz die Shops.
Und zwar, ich leere eben kurz mein Wir Inventar. haben übrigens rausgefunden bei dem Shop, das ist jetzt allerdings kein Shop-Fehler, sondern von Voxel, weil sich das nicht umstellen lässt. Leute, die Voxel-Sniper haben, die können ja Gunpowder benutzen. Bei Pfeilen geht es übrigens. Also Gunpowder und Arrows sind ja die Bearbeitungswerkzeuge von Voxel-Sniper. Und unsere Shops funktionieren ja so, wenn man was verkaufen will, also wenn hier ein S steht und da was, dann muss man mit diesem entsprechenden Item das Schild rechtsklicken. Und Gunpowder geht nicht. Das ging nirgends. Man kann auch keine Truhen öffnen. Daher haben wir auch den Shop dann auch schon mal ausgeschlossen als Fehlerquelle. Und nachdem man dann mit Gunpowder das rechts geklickt hat, irgendwann kam man dann wieder hier rein und dann war das Schild weg, weil wir es weggeballert haben. Und es lässt sich in Voxel Sniper meines Wissens nach nicht umkonfigurieren, dass man da irgendein anderes Item für nimmt. Ist aber allerdings auch nur ein Fehler für Leute, die in dieser Sniper-Textdatei drin stehen. Also für normale Was aber User für müsste normale alles in User Ordnung also gehen. kein. Genau. Ich muss mal eben kurz. So. Hier geht's. Ich baue Dann. mal kurz so eine Shop-Klingel. Das habe ich übrigens gesehen beim Server von Minenarbeit. Die haben. Da war ich. Boah, wann war ich da? Letzte Woche? Letzte Woche. Also ich schaue da mal immer gerne vorbei, weil das ist eigentlich einer der ältesten Abonnenten von uns. Und also nicht vom Alter her, sondern Vom Zeitraum. vom Zeitraum. Und Mach doch einfach so jetzt. klappt das? Ach so, nee. Da kommt doch ein Dings Ach, drauf. Quatsch. Ich meinte nicht so, sondern so. Ja, okay. Du wolltest jetzt Minenarbeit was Genau, sagen. und die haben, ich glaube, die haben aus einem NPC-Dorf anfangs, wenn man vom Spawn kommt, haben sie dann etwas, so ein Trolldorf oder so gemacht. Und da, ich bin da durchgelaufen und es war die ganze Zeit am Klingeln. Da ist nämlich ein NPC immer über die Trittplatte gelaufen. Und ich denke schon, wie kriegen die das hin, dass wenn der Chunk nicht neu lädt oder irgendwie, dass da permanent was klingelt und so, ne? Weil irgendwann brennen ja auch mal Redstone-Fackeln durch von irgendwelchen Repeatern etc. Und da ist dann dauernd so ein blöder NPC dann auf diese Trittplatte rumgerannt. Und das habe ich dann später auch gesehen. Und dann, ja, alles klar. Und Ich die wollte noch mal, Idee hab. Die gibt's bestimmt was schon zu, tausendmal. ich wollte noch mal was zum Thema anderer Server sagen. Und zwar habe ich mir letztens extra Zeit genommen, ein paar Videos noch von Andoren durchzugucken. Ja, das muss jetzt mal auch Ach so. angesprochen werden. Genau. Und zwar wurde ihm durch Großteil unserer User vorgeworfen, er würde durch mit seinem Server zu sehen auf seinen Videos, wie der Server aussieht halt, uns beziehungsweise einen Großteil von unserer ersten Map kopieren oder Stil oder was weiß ich. Und da muss ich einfach nur sagen, eigentlich habe ich mich überhaupt nicht kopiert gefühlt. Das Einzige, was vielleicht so sein kann, ist, dass er halt auch so ein DokuCraft Texture Pack nimmt und das Thema Mittelalter. Allerdings muss man sagen, der hat eher, glaube ich, mit dem Server angefangen oder ungefähr zum selben Zeitraum, wo uns noch kaum jemand kannte. Also sowas kann man ihm nicht vorwerfen. Zumindest mache ich es nicht und die Leute, die das getan haben und ihn teilweise extremst beleidigt haben, laut seinem Infovideo, was er da rausgehauen hat, ja, das fand ich jetzt nicht in Ordnung. Nur mal Genau, schämt so. euch! Stellt euch in die Ecke. Nein, Quatsch, Wobei man also. jetzt auch sagen muss, ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, da wollte ich jetzt auch schon mal im Keim ersticken, wo er angedeutet hat, dass er Quests macht oder vorhat, Quests zu machen. Da entsteht jetzt auch kein Abgucken oder so, dass unsere Quests und so, das entstand vollkommen, ja. Unabhängig. Unabhängig voneinander. Ich weiß, ich habe jetzt auch keine Ahnung, inwiefern er das machen wird oder sein Team. Ich hoffe einfach mal, dass ja, dass diese Leute, die da irgendwie Kopien oder so oder gewisse Behauptungen immer aufstellen, ja,
das ist einfach nicht richtig, weil ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Also eine Kopie ist jetzt Mir fällt es. nichts, Nee, es ist. was nur durch einem ähnlichen Texture Pack und Thema begründet werden kann. Da muss ja schon grob Gebäude nachgebaut worden sein. Und das habe ich jetzt. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Videos noch extra, weil mich das so aufgeregt hat, noch im Nachhinein nochmal durchgeschaut, geschautet. Geschautet. Nee, also Also mich hat's das ist. angepisst, so von, ja, dass Leute von unseren Abonnenten halt ihm das halt so extrem vorgeworfen haben. Ja, also das ist auch wirklich, ich weiß jetzt nicht, wer das war, aber das sind so Momente, wo man sich dann auch teilweise wirklich für seine Abonnenten schämt, sag ich mal, wenn dann sowas passiert. Das will, also ich denke mal, das will keiner, das oder keiner will Abonnenten, die gegen andere Leute dann, ich sag mal, irgendwelche Kriege anzetteln oder was weiß ich. Und da auch nochmal die Entschuldigung an Andoren für die Vorkommnisse. Bau einfach weiter so. Und vielleicht kommen wir dann auch mal vorbei auf dem Server. Und trinken ein hier Eine Mushroom Soup. eine Mushroom Soup, ein Cobble-Miner oder wie es bei euch auch immer dann heißt. Jo, ich würde sagen, Wir sind fertig. zumindest. Zumindest, ja. So. Ich mach noch mal eben Tag. Ah, da war ja Tag. Njam, njam, njam. Ja, also ich denke mal, wir werden hier noch ein bisschen rumfeilen in den nächsten Tagen und mal schauen, was wir dann als nächstes bauen oder was dann überhaupt drankommt. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Warte, 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 Nein, du warte, holst warte, jetzt warte, keinen warte, Pilz. Ich mach schon mal warte, warte, F1. warte, warte. So, ich sag schon mal Tschüss, ne? Prost. Ich muss mich drehen, damit man das richtig sieht. Ich blende da jetzt keine Musik ein. Das wird so peinlich! Oh.